Es funktioniert tatsächlich etwas nicht. Als Juristen bitte im Beruf pissig sein und im Leben ein fröhlicher Mensch. Mein Vater hat mir mal früher einen Floh ins Ohr gesetzt, dass Anwälte viel Geld verdienen und wenig arbeiten würden und dicke Autos fahren würden. Mein Name ist Martin Mattis, ich bin 46 Jahre alt, Universitätsprofessor in Augsburg im Fachbereich Jura. Dann starte ich mal den Tag. Wie eigentlich jeden Tag geht der Tag los mit Quark und Blaubeeren. Wie so jeden Morgen geht es dann mit dem Frühstück an den Rechner. Heute ist Vorlesungstag, das bedeutet, wir müssen um 10 Uhr die erste Veranstaltung halten. Jetzt muss ich mir anschauen, was ich jetzt die nächsten 1,5 Stunden mit meinen Studierenden machen werde. Als Professor macht man, ich sag mal, alles gefühlt. Erstmal Lehrender für die Studierenden. Das heißt, man versucht ihnen alles an Wissen zu vermitteln, was sie für die juristischen Staatsexamina brauchen. Und man hat einen zweiten Teil, der eben mit der Professorentätigkeit verbunden ist, das ist die Forschung. Also Lehre und Forschung gehen Hand in Hand, sollen auch ungefähr gleiches Gewicht eigentlich ausmachen. Und das heißt, man untersucht halt rechtliche Probleme, wertet sie aus. Gut, dann, oh Jemine, dann gucke ich auf die Uhr, stelle fest, es ist schon recht spät. Ein paar Löffelchen noch und dann flitzen wir los. Auf dem Segway fahren ist ein Gefühl von Schweben und Freiheit. Für die kurze Strecke, das sind ungefähr 4 Kilometer mit dem Auto, macht keinen Sinn, mit dem Auto zu fahren. Es ist wie immer beim Segway. Man hat, ich sag mal, 50% der Leute, die finden das total cool, sagen, ah, was ist das denn? Und gucken so. Manche Leute denken, was ist das für ein Spinner? Das kann man definitiv auch im Gesicht sehen. Jetzt haben wir noch 25 Minuten bis Vorlesungsbeginn. Gucken wir mal nach. Wir brauchen noch die Folien, die wir jawohl, vorbereitet haben für heute. Presenter. So. Mein Vater hat mir mal früher einen Floh ins Ohr gesetzt, dass Anwälte viel Geld verdienen und wenig arbeiten würden und dicke Autos fahren würden. Und diesem Irrglauben war ich als Kind erlegen und wollte nachdem Jura studieren. Der Weg des Universitätsprofessors war dann tatsächlich über die Phase der Promotion, wo ich dann lehren durfte. Und da muss man einfach sagen, da habe ich Blut geleckt. Das hat mir so viel Freude bereitet und die Resonanz und das Feedback war so überwältigend gut, das musste ich weitermachen. Da war ich ein Stück weit süchtig nach, wenn man das mal so sagen darf. Heute haben wir eine etwas schwierige, abstraktere Materie leider vor. Die ist nicht ganz so lebendig, kann man nicht ganz so schön Edutainment machen. Wenn man eine Information mit einer Emotion koppelt, wird man sich Ewigkeiten daran erinnern. Und wenn ich jetzt irgendeinen blöden Witz reiße, einen dummen Spruch bringe und die Studierenden lachen, haben sie eine Emotion, die verbinden dann diese Information mit der Emotion, dann bleibt die getriggert. Ich denke mal, ich habe alles soweit. Wir haben heute einen relativ kleinen Hörsaal und da gehen wir jetzt gleich rein. Die ersten 1-2 Termine ist man etwas mehr nervös, weil man eben noch nicht weiß, wie wird die Veranstaltung ankommen? Wie ist die Gruppe dort? Heute haben wir für diese Veranstaltung den zweiten Termin. Das heißt also auch noch eine relativ junge Dozenten-Zuhörerschaft-Beziehung. Das heißt, da müssen wir erstmal noch gucken. So, Dele. Hallo. Hallo, darf ich schon übernehmen? Ja, klar, gerne. Dann schalten wir mal die Technik hier ein. Beide Beamer. Todele, einen schönen guten Tag. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Termin begrüßen. Wir haben im ersten Termin so ein bisschen die Einleitung gemacht zu der Veranstaltung. Das heißt, warum gibt es diese Veranstaltung? In welchen Bereichen hat sich das entwickelt? Für den Fall, dass ich jetzt endlich Sie mittelbar diskriminieren möchte oder benachteiligen möchte, ist es Folgendes. Wenn man eine Information mit einer Emotion koppelt, wird man sich Ewigkeiten daran erinnern. Ich werfe hierher auf den Tisch, das prallt ab und trifft Sie dann. Das heißt, ich ziele auf ein anderes Merkmal als ein solches, was eins nach dem AGG ist, aber die Wirkung wird Sie genauso treffen, weil der Zusammenhang zwischen Ihnen
und dem Merkmal so stark ist, dass es sie betrifft, machen wir einfach einen Fall, den Sie auch schon mal hatten. Ich möchte jemanden einstellen, der tatsächlich nur nachmittags arbeitet. Statistisch gesehen wird die Kindererziehung in Deutschland überwiegend von Damen wahrgenommen. Statistisch rein nur, ne? Und aufgrund dessen können die Frauen dann schlechter, weil sie am Nachmittag niemanden hat, der die Kinder betreut. Vortags gehen sie bei der Kita ab oder ähnliches, werden dann benachteiligt. Das heißt, das Merkmal Nachmittagstätigkeit ist eigentlich geschlechtsneutral. Hat mit dem Merkmal Geschlecht nichts zu tun. Durch den statistischen Zusammenhang wird aber eine mittelbare Benachteiligung von Damen daraus. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Ich muss sagen, Matti ist so einer der besten Professoren. Ist einfach auch, er schafft es halt auch, diese systematischen Themen uns auch mit Humor beizubringen. Zum Beispiel jetzt auch mit den Beispielen hier, wo er mich vorher abgeworfen hat. Ist eine einfache, aber halt auch zielbringende Darstellung. Ja, hat ja eigentlich wie immer Spaß gemacht. Ne? Also ist immer wieder schön. Jetzt mal gucken, schnell zum Büro zurück. Und dann gehen wir kurz zum Unikum was essen. Das ist so die Alternative zur Mensa. Dankeschön. Sag mal einen guten. Ich habe mir ja hier auch eine Motivationswand hingebaut. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist von How I Met Your Mother. Es gibt eine Figur, die heißt Barney. Barney Stinson. Sie hat sich damals so eine Motivationswand gebaut mit ganz schönen, schönen Sprüchen und Bildern. Die habe ich mir halt selber hier hingezimmert auch. Und dann ist man auch schon mal motiviert und gut gelaunt. Gut, ja, jetzt haben wir ungefähr noch eine Dreiviertelstunde bis zur Vorlesung. Wir werden im BGB AT sein und da werden wir so ein bisschen die Grundlagen auch Anfang des Semesters legen und werden erklären, was sind Sachen, was sind Rechte, wie kann man die zuordnen, wie stehen die Sachen zueinander. Das kann schon mal sein, das passiert aber sehr, 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 sehr selten, dass die Technik da einen im Stich lässt. Und dann stellt man sich die Frage, ist man gerade selber unfähig oder liegt es an der Technik? Es funktioniert tatsächlich etwas nicht. Das ist dann schon mal so. Der eine Beamer geht nicht an, beide Beamer gehen nicht an, das ist irritierend. Jetzt haben wir noch 2 Minuten in der Hoffnung, dass wir das fixen können. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hm. Gucken wir einmal, ob der Beamer irgendwie ausgeschaltet ist. Ah, das ist daran nichts. Da hat mir noch irgendjemand den Strom abgedreht. So, in der Hoffnung, dass da jetzt was kommt. Mhm. Sieht gut aus. So, einen schönen guten Tag. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem 5. Termin begrüßen. Der Weg war steinig. Universitätsprofessoren gibt es eben sehr, sehr wenige. Gibt wenige Stellen, viele Leute, die es gerne erreichen wollen, weil man ja ein paar Vorteile auch damit hat, insbesondere natürlich verbeamtet ist, dass man Forschung und Lehre betreiben darf. Und das hat eben auch ein Stück weit ein gewisses Renommee in der Gesellschaft. Und deshalb möchten das viele machen. Das heißt, man weiß es nicht, ob es Früchte tragen wird. Wir sehen uns hoffentlich übermorgen in alter Frische wieder. Bleiben Sie gesund. Die erste Tageshälfte ist jetzt rum. Ja gut, um 17 Uhr die erste Tageshälfte rum, klingt komisch, aber ja, das ist der Lehrteil, der jetzt vorbei ist. Jetzt darf ich mich an den Forschungsteil begeben. Jetzt geht's mit dem Ziggy ab nach Hause. Als Beamter hat man eine private Krankenversicherung, die man abziehen muss. Das sind dann also nach Abzug der Krankenkasse ungefähr 4,4. Zufrieden mit dem Gehalt. Ich habe alles, was ich brauche. Brauche nicht mehr. Das ist das eine, was man sagen kann. Wenn ich aber bedenke, was ich bereits als Berufseinsteiger vielleicht hätte verdienen können, ohne Doktortitel und ohne Habilitation, das heißt mit 9 Jahren Ausbildung weniger, da hätte ich ein Einstiegsgehalt gehabt, Angebote gehabt von Düsseldorfer Kanzleien von 120.000 Euro brutto im Jahr. Jetzt kommt dann eben auch der Forschungsteil und ja, da steht es jetzt erstmal als nächstes erstmal prioritär an. Eine Doktorarbeit, die mir ein ehemaliger Mitarbeiter eingereicht hat, zu lesen, korrigieren, Änderungsvorschläge zu machen, mit anderen Worten zu betreuen.
es bleibt nicht so viel in der Freizeit, sage ich ganz ehrlich. Also mir ist es natürlich wichtig, dass ich zu Familie und Freunden Kontakt halte, weil das ist sozusagen natürlich das emotionale Rückgrat für alles. Ich telefoniere tatsächlich täglich mit meinem Vater. Ansonsten reise ich gerne, ich fotografiere wahnsinnig gerne. Es bleibt eigentlich nicht viel Zeit dafür, außer während des Reisens. Überall in der Wohnung habe ich mir die schönsten Bilder meiner Reisen irgendwo auf die Wand gehauen oder ausgedruckt oder so. Ich wohne hier in Augsburg, weil es nicht weit von der Uni weg ist. Hier kommen wir knapp irgendwas Kilometer, kann man im Segway gut fahren. Habe mir da damals eine kleine Eigentumswohnung zugelegt. Was heißt hier klein? 86 Quadratmeter ist nicht klein. Und da habe ich mich einfach ausgebreitet, fühle mich heimisch und wohl. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, vielleicht auch irgendwie ein paar Informationen mitbekommen, was euch interessiert hat. Und ich kann euch noch empfehlen, hier seht ihr auf der Seite noch ein paar Informationen zur Rechtsanwaltsfachangestellten und hier noch weitere Videos. Das heißt, schaut rein, das Format gefällt mir ganz gut, vielleicht euch ja auch weiterhin.